Tag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Resident Evil 2. Wir sind das letzte Mal hier angekommen, ihr wisst es noch, mit dem Zug hier reingedonnert, beziehungsweise mit dieser Bahn dann, hatten davor noch einen relativ großen Boss geplättet, ja, und Ada hat es hier ordentlich erwischt, die liegt jetzt hier auf der Britsche. Wir haben nochmal abgespeichert, ich habe nochmal ein bisschen Item-Management betrieben, denn ich nehme jetzt mal zwei grüne Gräser mit. Ich glaube, wir werden noch was Rotes finden. Auf jeden Fall möchte ich mir für die Endbosse, es kommt ja am Ende von Resident Evil immer noch ein großer Boss. Von daher hebe ich mir die großen Kavanzmänner munitionstechnisch und heiltechnisch noch auf. Von daher denke ich, sind wir eigentlich mit der Munition und mit der Heilkraft hier ganz gut aufgestellt. Vermute ich, man weiß es nicht. Wir haben ja eh abgespeichert. Von daher werden wir uns einfach mal überraschen lassen, was uns hier noch so erwartet. Denn ja, langsam aber sicher müssen wir uns ja mal ins Labor vordrängen. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Ein Lift. Der Schalter funktioniert nicht. Er ist lange nicht mehr benutzt worden. Okay. Wenn wir uns, ich habe echt keine Ahnung, ob es da dann irgendwann rausgeht. Aber bei Resident Evil 1 war es ja auch gegen Ende so. Wir kamen Richtung Labor. Und was war da? Eine Tür, die erstmal nicht aufging. Behalten wir jetzt erstmal im Hinterkopf. Vielleicht ist das da dann schon das Ende, wenn der Alarm wieder ertönt. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Na, das sieht doch schon mal richtig schön nach einem dicken, fetten Labor aus. So, was haben wir hier in der Mitte? Riesiges System von Sicherung, das dem Strom im ganzen Labor absichert. Hauptsicherung wurde herausgenommen. Einige Laborbereiche keinen Strom. Okay, also wir brauchen verschiedenste Sicherungen, um dann die Bereiche wieder mit Strom zu versorgen. Erstmal gucken, wir haben einen roten Bereich, einen blauen Bereich. Das ist der Bereich, wo ich herkam, ne? Der helle Bereich. Also blau und rot. Wir gehen erstmal hier lang. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie das hier war. So. Der Bereich scheint irgendwie noch mit Strom versorgt zu werden. Zumindest können wir hier lang gehen. Ich versuche natürlich immer gleich noch hier zu hören. West Area. Blende ist fest zu. Ein Schalter, ja, keine Reaktion. Ja, ist ja kein Strom da, ergibt in irgendeiner Form Sinn. Okay, es ist sehr bedrohlich ruhig, ne? Es geht auch erstmal alles auf. Ich meine, es sind natürlich auch keine elektronischen Türen, von daher ist es schon sinnvoll, dass die einfach so aufgehen. Da ist irgendwas, was da rumschlonzt. Da hinten ist schon mal blaues Gras. Ih, was ist denn das? Darf ich hier trotzdem hergehen? Eine Leiche, Forschers. Öl ausgekippt. Öl ausgekippt, wartet mal, Öl? Dann wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn ich das Zeug anzünde, oder? Der wollte wahrscheinlich diese Pflanze da irgendwie abfackeln, hat es aber nicht ganz hingekriegt. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt, kann ich jetzt nicht das hier benutzen? Ja. Ja, burn, burn in hell. Weg mit dir. Na toll. Aber das blöde Sicherheitssystem geht natürlich immer noch. Aber die Pflanze ist weg. Die ist weg. Vielleicht kann ich jetzt da oben durchkriechen. Leute, auch wenn ich jetzt hier so tue, als ich weiß es echt nicht mehr, wie das war. Es war gerade einfach Zufall. Ich war der Meinung, man kriegt irgendwie noch einen Flammenwerfer oder sowas. Den, ja. Ich wusste, man kriegt noch einen Flammenwerfer. Ich wusste nur nicht mehr wann. Ich bin der Meinung, ich habe das sonst immer einfach mit einem Flammenwerfer da hinten angezündet. Und das ging wohl irgendwie auch. So, wir gucken erstmal hier. Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitsmaßnahmen im Notfall. Im Falle eines Ausbruchs von gefährlichen experimentellen Biomaterialien konzentrieren sich alle Notfallmaßnahmen auf die unterirdischen Transportmöglichkeiten. Werden bei der Sicherheitsüberprüfung anormale Werte bei transportierten Fracht festgestellt, wird alles Material automatisch von der Ladezone zum bereitstehenden Hochgeschwindigkeitszug umgeleitet. Dort wird dann das gesamte Material isoliert und unverzüglich entsorgt. Im Falle des Eintretens des Notfallstufe wird der gesamte Zug gesäubert und ohne Verzögerung komplett entsorgt. Sollte das Labor selbst verseucht werden, wird die nördliche Transportroute für den Materialnachschub zum Fluchtweg umgestuft. Zum Fluchtweg umgestuft? Jetzt mal ganz kurz, nördliche Transport. Da müssen wir wahrscheinlich später nochmal hin. Glaube ich. Diese Route bietet dann einen sicheren Zugang zu dem Verteilerknotenpunkt. Außerhalb der
Stadt grenzen. Okay, also mit diesem nördlich kommen wir dann außerhalb die Stadt. Das ist ganz gut. Es ist strengstens verboten, irgendwelche Informationen preiszugeben, über die hier laufenden Forschungsprojekte oder auch nur die Existenz dieser Anlage einzugestehen. Da die Geheimhaltung der Forschung von äußerster Wichtigkeit ist, kann unter gewissen extremen Umständen die Benutzung der Fluchtwege verwehrt werden. Okay, ist hier noch was? Da ist doch irgend so ein blinkender Computer. Wollen Sie den Schalter drehen? Komm her. Vielleicht sollte ich erst mal lesen, welchen Schalter ich da drehe, oder? Bevor ich irgendeinen Schalter drehe. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder reingehen. Ich habe irgendeinen Schalter gedreht. Das war irgendwas mit Gas. Ich habe nicht ganz gelesen, was mit dem Gas. Kann ich ihn wieder abdrehen? Das ist doch jetzt Kacke. Einsatz der Gas-Sprinkleranlage beendet. Ist das jetzt gut oder schlecht? Meine Gesundheit ist gut, ich fühle mich guter Gesundheit, alles ist top. Okay. Naja, ein bisschen grünes Gas um mich drumherum. Solange man tief durchatmen kann, ist alles gut. Benutzerregistrierung. Benutzerregistrierung für den Raum Kulturexperiment. Benutzername Guest. Sehr gut, da haben wir wieder was. Wir brauchen den Benutzernamen. Benutzername ist Guest. Und Passwort ist keins. Keine Ahnung, ob ich das keins eingeben muss oder ob ich nichts eingeben muss. Gültigkeitsdauer 24 Stunden. Das war einfach. So. Dann wird das wahrscheinlich noch irgendeinen Grund haben, dass ich da hinten dieses komische Pflanzengedöns weggeschnurzelt habe. Ja, wir können durchkriechen, tatsächlich. Flambinator! Alter! Ihr dreckigen Bastarde! Ihr dreckigen Biester! Zum Glück habe ich diesen schönen Flammenwerfer! Zwei Licker hängen dahinter! Das ist ja wohl... Ich fühle mich wie abgeschleckt. So, was haben wir hier noch? Speicherdinger? Nee, ganz ehrlich, die brauchen wir nicht mehr. Das ist alles... Ich habe zu viel von dem Zeug. Das nimmt mir jetzt unnötig Platz weg. Was ist, haben wir hier hinten noch? Yes, Muni! Her damit! Alter, also bei Resident Evil 2 muss ich echt sagen, man wird ja zugeschissen mit Munition. Gegen Anfang vielleicht nicht gerade so. Da hat man dann doch tendenziell immer Munitionsarmut. Aber jetzt, das geht ja wirklich wie das Brezelbacken hier. Ich hoffe, wenn wir es dann irgendwann mit Ada, nee, mit Claire nochmal durchspielen, dass ich mir die ganze Muni da nicht schon weggenommen habe. So, mehr ist hier nicht. Das ist alles wegen der Muni, oder was? Schloss ist geöffnet. Hier muss noch irgendwas anderes sein. Pflanzen zerstört worden. Hier muss irgendwas noch sein. Ist nichts weiter. Kann doch nicht wahr sein. Na gut, allerdings so eine kleine Extra-Runde mit den zwei Lickern, aber dafür gleich 14 Patronen noch zusätzlich. Auch nicht so übel. Ja, aber ansonsten hat der rote Flügel hier natürlich gar nichts gebracht. Na gut, bis auf den Flammenwerfer. Aber der Flammenwerfer wird auch nur eine herkömmliche Waffe sein. Ich meine, wenn ich den jetzt leer brate, dann kann der kein Schlüssel-Item sein, oder? Es sei denn, ich muss ihn wie bei Resident Evil 1 irgendwo an die Wand hängen. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, dass ich den im Bereich Blau irgendwo dranhängen muss. Ich nehme jetzt lieber mal die Schrotflinte. Ich habe das Gefühl, dass der Flammenwerfer noch seinen großen Einsatz kriegen wird. Okay, das ist die East Area. Hier geht wahrscheinlich auch nichts auf. Ja, wer hätte das gedacht? Es passiert natürlich nichts. Tür lässt sich nur mit einer Karte öffnen. Ich habe gerade so ein bisschen Schiss. Was ist denn das? Sieht ziemlich kalt aus, oder? Alter.
Kriege ich hier irgendwie Energieverlust, wenn ich hier ewig in der Kälte rumdümpel? Ah, da mal Heilspray. Auf jeden Fall nehmen wir das mit. Nehmen wir es doch mal so. Ist immer noch Vorsicht, aber ich glaube, ja. Oh, Kacke. Da hätte ich es vielleicht dann doch kombinieren sollen. Das hätte dann mehr gebracht. So, hier leuchtet irgendwas. Leuchtende Sachen sind immer gut. Da hinten liegt auch noch was. Sicherungsklemme. Immerhin. Wir haben schon mal eine Sicherungsklemme. Wir brauchen aber eigentlich, glaube ich, die Sicherung. Ne? So war eigentlich der Plan. Hier hinten noch irgendwas. Hier das leuchtet. Das ist wichtig. Das muss wichtig sein. Extrem niedrigen Temperaturen. Ihr könnt hier die Supraleitersicherung einsetzen. Wenn ich die Klemme... Ey, ich habe die Klemme. Okay, was gibt der mir jetzt? Ist das die Sicherung? Soll das echt die Sicherung sein? Die Sicherung ist hier tiefgefroren oder was? Mache ich auch immer im Keller. Mache ich immer erstmal eine riesige Tiefkühltruhe raus. Das war geil animiert, ey, für die damalige Zeit, ne? Wann war es? 98? Sieht echt geil aus. Hauptsicherung, okay, dann hat man das gute Stück schon. Warum das hier ist, das versteht doch kein Mensch. Naja, die damaligen PCs, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ne, die müssen halt gekühlt werden, die Rechenknechte. Das war schon was. So 100 Megahertz. Mein Pentium 1 damals, der hat aber auch geglüht. Da habe ich damals mit meinem Pentium 1, was habe ich damals gespielt? Da habe ich Half-Life 1 installiert. Alter, der ist da beinahe draufgegangen. Mit einer ATI Rage 128 Pro. Stimmt gar nicht, die hätte ich erst später. Stimmt gar nicht. Ja, ich schon mein Pentium 3 mit 600 MHz. 128 MB RAM und da war die ATI Rage 128 Pro. Ich glaube, der Pentium 1, der hatte damals noch gar keinen 3D-Beschleuniger. Der hatte auch massivst zu knabbern an Half-Life 1. Niedrigste Auflösung. So, aber jetzt wieder zurück. Wir können, glaube ich, jetzt das Ding hier einsetzen. Ja. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? System. Ein ganzes Labor abgesichert. Okay, jetzt kann ich ja, glaube ich, diese Verbindungsgänge öffnen, oder? Oh Gott, ich hätte mal lesen sollen, warum das jetzt hier alles so komisch grün ist. Jetzt muss doch hier was passieren. Ah. Aha. Da brauche ich doch wieder drei Sicherungen oder irgend sowas. Was haben wir hier? Eintritt müssen zwei oder mehr Werksangehörige anwesend sein. Beginne Überprüfung der Fingerabdrücke. Wollen Sie fortfahren? Unbekannt. Ey, muss ich jetzt wirklich hier irgendjemand die Finger abschnibbeln? Bedienen, ja, okay, das wird ja dann nichts. Okay, guck mal auf die andere Seite. Ja, ich muss ja dann irgendeinem Bediensteten hier die Finger abschnibbeln, um das hier wirksam zu aktivieren, oder? Und dann brauche ich noch eine zweite Person. Also entweder Ada muss ich hier nochmal aufrappeln, oder Claire kommt noch, oder irgendwer anders erbarmt sich und hilft uns mal. Also ich finde das immer erstaunlich. Guck mal, alle Polizeibeamten sind Zombies geworden, wurden überrannt und wir so ein bisschen Ein-Mann-Kommando hat es geschafft. Hm. Die Ausbildung hier in Raccoon City ist nicht die beste. Okay, dann nehme ich vielleicht, das sind doch pflanzenähnliche Monster, dann nehme ich dann vielleicht doch mal hier den Flambierer. Flambierer 2000! Ja, natürlich! Und? Und die andere auch, oder was? Ihr könnt ja gar nichts, ihr Lappen, ey. Okay, fress mal gleich das Kraut. Jawohl, jetzt sind wir wieder gut. Okay, der Flambierer ist richtig nice. Also gegen diese Pflänzchen ist der ja mal mega nice. Da hätte ich vielleicht tatsächlich diese Licker mit der Schrotflinte platt machen müssen. Nicht, dass jetzt hier noch zigtausend Pflanzen kommen. Huh.
Okay, ich muss, glaube ich, gar nicht so lange schießen, ne? 22, ich sollte jetzt wirklich mal wieder auf die Pistole umsteigen. So, hier haben wir noch zwei grüne Kräuter, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist das eigentlich für eine ekelhafte grüne Pflanze da links? Das war bestimmt ursprünglich mal so ein kleines grünes Krauttier und da haben sie den G- oder T-Virus drauf gestreut. Und das ist rausgekommen, ne? Selbst die liebsten, heilsamsten Pflanzen. So ein bisschen Salbei wird dann auch zum Salbei. Salbdei. Was ist das widerlich? Das kriegt doch auch schon ein Auge. Also wenn die Pflanze aus dem Zimmer dich schon anguckt mit so riesen Augen, also dann wird's Zeit, das Ding zu entsorgen. Biotonne, sage ich nur. Was anderes hilft da nicht. Was ist das? Warnschuss? Was ist das? Ah! Ja, dann schieß doch! Alter! Drei Schuss, dann hau das Zeug raus! Die Pumpe muss ran! Alter Latz! Das war ein Licker! Boah, leck mich am Arsch! Hat der mich erschreckt? Da kommt das von... Meine Herren, das könnt ihr nicht mit mir machen, das geht nicht, das geht nicht. Oh. Oh, diese Kameraumstellung hier, jetzt renn mal den Zentimeter vor, dass wir hier mal irgendwas sehen. Okay, wir nehmen noch mal eins, dann sind wir wieder, immer noch Vorsicht. Ach, jetzt wieder kombinieren sollen, ne? Ja, ich weiß. Ich hab's wieder nicht gemacht. Die grüne Pflanze lassen wir mal da liegen. Zwei grüne Pflanzen. Alter, da schießen die mir hier jetzt ein paar Licker vor die Nase. Was ist das hier? Massive aussehende Sperre blockiert den Durchgang. Direkt Zugang zur unterirdischen Plattform. Das Kettenschlitz. Zum Öffnen des Tors bitte Sicherheitsdiskette einlegen. Lass mich raten, die Modisk? Oh, da kommt der Licker von oben angeschlonzt. Alter, was ist denn das? Das ist ja riesig. Riesige Überwachungsmonitore. Krass. Also, wir haben heute 3D-Fernsehen und sowas. Guck mal hier, was die hatten. Ja, so viele Augen hat man nicht mehr. Reizüberflutung. Es gibt es einen Lageplan des Labors. Wollen Sie den? Auf jeden Fall wollen wir den mitnehmen. Ist hier nicht noch irgendwas? Das komisch blaue Leuchtende da? Nee? Yes, und wir dürfen abspeichern. Sehr gut. So. Ich hoffe natürlich immer noch, dass hier irgendwas mit diesem Waffenschrankschlüssel passiert. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube da irgendwie nicht mehr dran. Deswegen speichern wir einfach mal ab. Wir können ja mal ganz kurz auf die Karte gucken. Der Raum neben uns. Da hinten braucht man einen Schlüssel. Aber ansonsten ist das gar nicht mehr so weitläufig. Also wir haben dann eigentlich schon so ziemlich alles entdeckt, was es hier gibt. Oh Gott. Dann ist das wirklich gar nicht so tricky wie bei Resident Evil 1. Das Ende war ein bisschen... Ich fand es eigentlich ganz geil. Ich finde das Ende von Resident Evil 1 ganz geil, dass das Labor wirklich sehr viele einzelne kleine Rätsel hat. Mann, ich sitze nicht mittig, ne? So. Irgendwer hat doch schon wieder am Monitor rumgepopelt. So. Okay, das tun wir wieder weg. Ja, ich nehme das grüne Kraut noch nicht. Ich heb's mir noch auf. Wir haben auch sau viel Schuss. Ich glaube, das war es noch lange nicht. Ich möchte am liebsten die Pistole in die Hand nehmen. Ich weiß, dass es eigentlich dumm ist, weil es so wenig Schaden macht. Aber wir haben noch so viel Muni dafür und für die großen Gegner. Was ist denn das? Da gehe ich nicht hin. Ah, ein rotes Kraut, geil. Das ist schon mal sehr geil. Yeah, das können wir doch schön kombinieren.
So, haben wir hier noch irgendwas? So, nochmal ganz kurz gucken. Das war, glaube ich, ein Dead End, ne? Das ist irgendwie so komisch aufgebaut, der nächste Raum dahinter. Ach nee, ich nehme lieber die Schrotflinte in die Hand. Nicht, dass da gleich drei Licker stehen und ich mit meiner kleinen Pistole. Die lachen sich dann den Arsch ab. Das ist ja gar nichts. Es leuchtet. Bekäme ich mit dem passenden Schlüssel? Nee. Oh, ihr Lutscher. Das ist jetzt wirklich der Waffenschrankschlüssel. Wollt ihr mich verarschen? Na, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Es war so klar. Ich schleppe das Ding die ganze Zeit mit rum. Dann lege ich es weg und zwei Räume weiter. Natürlich. Dann brauche ich ihn. Wir können natürlich nochmal hier drüben gucken. Sieht aber so aus, als wäre... Ah, Tür lässt sich mit der Schlüsselkarte öffnen. Oh, da fallen dicke, fette Maden oder Larven oder irgendwas runter. Oh, und wir haben auch noch so eine richtig klaffende Wunde da an der Schulter. Überlegt mal, ist das nicht widerlich, wenn dir eine Larve auf die Schulter fällt und schleckt dein Blut und kriecht dann in deine Wunde? Kotzwirk. Ich meine, so war es ja auch eigentlich, ne? Wisst ihr noch, der erste Boss da? Der hat ja auch irgendwie so komische Biester rausgeschissen, die uns dann in den Hals gekrochen sind oder so. Und am Anus wieder raus. So ist das, wenn man Würmer hat. Liebe Kinder, deswegen immer vor dem Hände Essen waschen. Mit dieser Information kann jeder anfangen, was er will. So, jetzt aber. Ey, Waffenschrankschlüssel, jetzt mal ganz ehrlich. An Munition und Waffen hapert's nun wirklich nicht. Yes! Do it! Ah, nochmal extra was für die Magnum, natürlich, damit wir da noch ordentlich eine reinpfeffern. Sehr geil. Okay, Leute, aber für den Teil, finde ich, reicht's. Wir haben viel erlebt. Wir haben jetzt das Labor eigentlich schon so gut wie durchsucht, oder? Viel kann da gar nicht mehr kommen. Obwohl, wir brauchen noch irgendwie diese Fingerabdrücke, um diesen... Oh, da sind doch freundliche Mitarbeiter, die wollen uns helfen. Na gut, wir haben viel erlebt, aber die Tür ist zu, die dürfen da nicht durch. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder zu Resident Evil. Vielleicht schon der finale Part.